haben tatsächlich auch noch mal später noch mal Musik. Der Späti ist weiterhin geöffnet. Heute ist nicht Sonntag. Genau, wir haben auch noch ein paar Redebeiträge. Ich guck mal, was tatsächlich noch zu sagen wäre, ist, dass wir ja nicht nur negative Themen zu berichten haben, sondern es hat ja auch Erfolge gegeben in der Vergangenheit, ne? Also wir organisieren uns ja nicht nur zum Spaß, sondern auch, wir wollen was gewinnen und das hat auch immer wieder stattgefunden. Ein Sieg, der auch sehr kurz zurückliegt, nämlich tatsächlich, ich glaube, gestern oder heute ist, dass der Bezirk sein Vorkaufsrecht ausgeübt hat für ein Haus in der Urbanstraße 67. Das ist noch Kreuzberg. Applaus. Das ist noch Kreuzberg, aber sehr nah an Neukölln dran. Und die haben auch Gewerbe drin und die müssen jetzt nicht mehr bangen. Und da haben wir tatsächlich jetzt jemanden aus der U-Bahn 67 da, die noch ein paar Worte sagen will. Okay, also ich bin auch aufgeregt. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Chef von unserem Späti was sagt, aber der ist im Krankenhaus und deshalb bin ich jetzt spontan irgendwie so hier. Also in unserem Haus gibt es einen Späti und der kann jetzt auch bleiben, genau wie wir jetzt. Irgendwie so, Urban 67 bleibt unser Schild war und unser Urban 67 bleibt jetzt wirklich. Und dass wir so nicht an Rocket Internet gegangen sind. Dass wir sagen, irgendwie so Mieter und Wohnen und Gewerbe gehören zusammen und wir sind nicht trennbar. Wir treten ein irgendwie so für Milieuschutz für alle, weil sonst die Gewerbe total, die haben überhaupt keinen Schutz. Und wir wollen diese Kreuzberger Mischung, weil das sind irgendwie so wir wollen irgendwie so halt mit den kleinen Läden, mit unserem Späti, wo wir irgendwie so halt einfach nochmal hier unsere Limo kaufen können, unser Bier, unsere Brötchen, die gehören einfach dazu. Und wir wollen nicht nur diese Schickimicken-Läden, die wir uns einfach überhaupt nicht mehr leisten können. Wir wollen irgendwie, dass alle bleiben und bezahlbare Mieten haben für alle. Dem Späti O35 und der ganzen Nachbarschaft halt hier alles Gute und wir haben erfahren, dass Widerstand hilft und Kämpfen hilft und auch die Solidarität. Nur gemeinsam geht es. Dankeschön, vielen Dank. Ja, Urban 67 bleibt. Okay, perfekt. Ein Krisenherd weniger.